magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Ich glaube, Papa könnte etwas Hilfe gebrauchen. Morphin, verwandle dich in einen Bagger. Was? Tada! Morphle, warum hast du das getan? Nicht gut. Ach, jetzt ist es hinüber. Entschuldigung, Papa. Wir wollten wirklich nur helfen. Ist schon okay. Geht einfach jemand anderem helfen. Wir werden den Rasen da drüben mähen, Papa. Ja, ja. Passt nur auf. Verwandle dich in eine Schere, Morphle. Nein, Morphle, hör auf. Was ist denn hier los? Nein, nicht meine schönen Blumen. Warum habt ihr die abgeschnitten? Das war nicht absichtlich, Papa. Gartenarbeit erfordert Präzision und du bist viel zu groß, Morphle. Jetzt lasst mich meine Arbeit machen. Vielleicht können wir Papa helfen, indem wir die Zweige und Blätter wegräumen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Morphle, verwandle dich in einen kleinen Bulldozer. Oh, danke, Mila. Aber wo ist Morphle? Es reicht. Raus aus dem Garten, ihr zwei. Ah, endlich fertig. Was meint ihr, Mila und Morphle? Ach ja, ich hab sie weggeschickt. Aber sie wollten doch nur helfen. Ich kann das bestimmt wieder gut machen. Mila, Morphle, könnt ihr mal herkommen? Habt ihr Hunger? Ja! Es tut mir leid, dass ich wütend geworden bin. Ihr wolltet ja nur helfen. Morphle, tut es auch leid. Das nächste Mal hilft Morphle besser. Nun, jetzt, wo du es sagst, die Sonne ist echt warm und ich... Oh, ich weiß. Morphle, verwandle dich in einen Sonnenschirm. Wow! Vielen Dank, Morphle. Und das ist, damit du kühl bleibst, Morphle. Hey, mehr Eiscreme! Und mein magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln, was ich mir wünsche. Morphle, verwandle dich in einen Zug. Ganz viel Spaß am Strand. Thank you.
Muffel weiß nicht. Und jetzt ist sogar noch die Giraffe weg. Banditen. Ja, die Banditen stecken bestimmt dahinter. Wir suchen sie. Aha, da seid ihr, Banditen. Was habt ihr mit all den Tieren gemacht? Hä? Welche Tiere? Die Tiere, die in den Wägen waren, die verschwunden sind. Du meinst die Wägen, die verschwunden sind, einfach so? Magisches Haustier da. Das ist Aqualie. Und es kann die besten Wasserströme machen. Echt krass. Wir wollten in die Stadt Eis essen gehen. Aber es wäre viel cooler, wenn wir hinsurfen könnten. Hey Aqualie, willst du einen Wasserstrom durch die Stadt leiten? Alle einsteigen.
einsteigen. Hütchen. Oh, und hallo, Dame. Das sieht nach so viel Spaß aus. Mila, können wir mitmachen? Klar, Aquali, kannst du sie mitnehmen? Zurück, ihr Banditen! Aquali, kannst du den Wasserstrom näher an die Straße lenken, sodass wir sie fangen können? Raussteigen. Das geht nicht. Unser Banditenmobil ist kaputt. Sieht aus, als würdet ihr feststecken. Genießt die Fahrt. Was für ein schrecklicher Tag. Ich habe noch keine einzige Kunde gehabt. Ich hoffe, du hast genug Eis, denn wir sind alle sehr hungrig. Ja, ja, natürlich. Ich habe so viele Sorten. Zum Beispiel Zitrone, Erdbeere, Schokolade, Banane, Joghurt, Ananas und meine Lieblingssorte Holz. Ach, du hast uns schon wieder geschnappt. Bringen Sie uns jetzt ins Gefängnis? Ja, schon. Aber wollt ihr erst mal Eis essen? Oh ja, und wenn ihr es gerne scharf mögt, habe ich Tortes Jalapeno Pfefferüberraschung. Oh, das wird eure Nebenhöhlen freimachen, das sage ich euch. Morphel, warte. Wo willst du denn hin? Das ist der jährliche Hundegeschicklichkeitskurs. Dein Tier kann auch mitmachen. Oh, lass uns mitmachen, Morphel. Ah, komm schon, Sammy. Du kannst das Rennen gewinnen. Hey, Bauarbeiter Lawrence, was ist los? Meine kleine Sammy will jetzt gar nicht mehr am Rennen teilnehmen, weil die großen Hunde gemein zu ihr sind. Arme Sammy. Gut gemacht, Barky. Morphel ist nicht gemein. Schau. Ah.
damit sie keine Angst mehr vor dir hat. Hey, Leute, das ist unser Ball. Können wir ihn zurückhaben? Ist das so? Wer es findet, kann es behalten. Wenn ihr ihn wirklich zurück wollt, dann versucht ihn euch doch wieder zu holen. Morphin, verwandle dich in einen T-Rex. Alle Hunde bereit? 5. Wir sind spät dran, Morphin. 4. Aber es gibt noch immer die Chance, dass Sammy 3, gewinnt. 2, 1. Los! Gemacht, Bucky. Oh nein. Schlag sie mit ihren eigenen Waffen, Morphin. Hurra! Du hast's geschafft. Geht heute an diese Kleine hier, die die größten aller Teilnehmer geschlagen hat. Wow! Wie ist denn all dieses magische Haustierspielzeug so plötzlich hergekommen? Morphe weiß nicht. Lass sie uns wegräumen und dann dieses Rätsel auflösen. Yeah! Aber wir sind nur zu zweit. Und es sind so viele Spielzeuge. Wow, 2 Morphe? Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Zu dem Spielzeug. Und den 2 Morphin. Das war Dabla. Seine magische Kraft ist, dass er so ziemlich alles verdoppeln kann. Ja! Wer ist das wohl? Guten Tag, Sir. Wir sind richtige, echte Pfadfinder. Und wir verkaufen Kekse. Die sehen toll aus. Ich glaube, ich nehme ein paar Kekse. Ja. Mila, Morphin, die Banditen haben Dabla gestohlen. Oh, wir müssen sie schnappen. Aber sie sind so weit weg. Wie können wir sie nur schnappen? Dreirad! Nicht schnell genug. Morphin, verwandle dich in ein superschnelles Polizeiauto. Sicher in die Richtung. Ah, schau, Morphe. Sie sind da, hinter uns. Wie haben Sie das nur geschafft? Wir haben euch. Oh, oh. Dabla ist nicht bei Ihnen, Morphe. Raus damit. Wo ist Dabla? Dabla?
Vielleicht ist er bei den Instrumentenbanditen oder den Federbanditen. So viele Banditen! Oder vielleicht ist er bei den Morphelbanditen. Morphel, verwandel dich in einen. Und wir sind die Pflasterbanditen. Ja. Ein neues Banditenmobil kann die Kraft jedes magischen Haustiers nutzen, ohne dass wir ihre menschlichen Gefährten sein müssen. Und mit Doubler hier können wir uns selbst kopieren. Reda, wir wollen aber nicht die Radbanditen sein. Wir werden die Büroklammerbanditen sein. Ja. Wir, die Morphelbanditen, haben Morphel gestohlen. Toll. Wir verwandeln ihn in einen Bulldozer, dann stehlen wir ganz einfach die Reifen der Autos. Nein, verwandeln ihn in eine Pinzette, dann können wir einfacher Federn rufen. Du Dummkopf, selber Dummkopf. Ihr seid beide doof. Oh, so viele Morphels. Morphel, verwandle dich in einen Bulldozer. Morphel, verwandle dich in eine Pinzette. Morphel verwandelt sich einfach nicht. Natürlich nicht, weil wir sie noch nicht ins Banditenmobil gesteckt haben. Nur das nicht. Wenn du Doubler rausnimmst, sind wir wieder nur zu zweit. Wir entwischen! Morphel hat einen Plan? Was tun wir? Nein, Morphel hat nicht Plan. Freirad? Nein, nicht schnell genug. Morphel braucht eine Mila. Endlich! Jetzt brauche ich Morphel zurück. Mila, Mila, hilf Morphel! Mila, mach einen Plan. Hi, Morphel. Ja, aber da sind so viele Banditen. Wenn sie sich zusammentun, haben wir gar keine Chance. Banditen nicht zusammentun? Banditen haben immer Streit. Wirklich? Dann denke ich, haben wir vielleicht doch eine Chance. Morphel 1, verwandle dich in einen T-Rex. Morphel 2, verwandle dich in einen Roboter. Morphel 3, verwandle dich in einen großen Fächer. Jetzt tut euch zusammen und blast die Federn weg. Oh nein! Morphel 4, verwandle dich in eine Rampe. Doubler-Banditen, wir brauchen mehr Federn. Nein, wir brauchen mehr Räder. Doppelt so viele. Das ist eine blöde Idee. Du bist die blöde Idee. Nein, wir brauchen Räder. Federn! Ich nehme an, wir befreien jetzt Doubler. Das ist nicht, was wir jetzt tun sollten. Doch, das ist es. Morphel, verwandle dich in einen großen Roboter und schnapp sie. Was? Oh nein. Und dann waren da 4 Morphel und 4 Banditen und es war total aufregend. Wow, das klingt beängstigend. Nicht beängstigend, aber die Banditen konnten sich nicht einigen, aber wir schon. Und dann retteten wir Doubler. Und dann gab es wieder nur ein Morphel. 2 Morphel, 2 Umarmungen. Oh. Hey, Jon. Ja, Stein? Ich bin froh, dass du der Bandit warst, der von allen übrig geblieben ist. Oh, ich auch, Stein.
Gute Nacht, Jorn. Gute Nacht, Stein. Danke vielmals, dass ihr auf diese angsterregenden Tiere aufpasst, solange am Zoo gebaut wird. Gar kein Problem, Kenneth. Sie sind nicht angsterregend, wenn man sie kennenlernt. Murphy, verwandle dich in ein Laster. Schau mal, sie fühlen sich schon wie zu Hause. Sind die denn komplett verrückt geworden, Barky? Man kann diese Tiere nicht im Hinterhof halten. Sie sind viel zu gefährlich. Sieht aus, als müssten sie es auf die harte Tour lernen. Was ist hier denn los? Warum streitet ihr? Also gut dann. Hey, hört auf. Ja, da magst du recht haben. Wenn sie nicht brav sind, bringen wir sie zurück zu Zoowärter Kenneth. Wir füttern sie jetzt mal. Vielleicht beruhigt sie das. Und was macht ihr jetzt, ihr blöden Tiere? Nein, nein, Hilfe! Bucky, warte auf mich, Bucky! Ah! Oh nein, wir müssen ihn retten, Morphin. Verwandle dich in einen Helikopter. Okay, verwandle dich in einen Truck mit einem Käfig, Morphin. So ungezogen. Weil es einfach böse Tiere sind. Der Sieg gehört mir. Hey, hör auf. Hast du sie die ganze Zeit geärgert? Na und? Es sind beängstigende Tiere. Und das ist Cootie. Oh, was für ein Süßer. Und wenn er glücklich ist? Oh, Monster! Nein, nein, halt! Oh, Mist. Was ist los, Papa? Na, Cootie liebt es einfach, Leute zu erschrecken. Aber wenn er das tut, laufen sie weg und wollen nicht mehr mit ihm befreundet sein. Heute Nacht ist doch Halloween. Die Leute werden es mögen, wenn er sie erschreckt. Ja, Cootie, vielleicht solltest du mit Mila und Morphle auf Süßigkeitenjagd gehen. Ja, wir werden super viel Spaß haben.
Hallo, Herr Wenderbus. Das sind eure Halloween-Kostüme? Die sind nicht mal gruselig. Hey, renn, Hündchen, renn! Nein, halt! Oh, tut mir leid, Cootie. Aber ich glaube, Herr Wenderbus mag Halloween doch nicht. Lasst uns weitergehen. Wow, ihr seht ja toll aus. Echt gruselig. Und was sollst du sein? Oh! Was für ein tolles Kostüm. Ich hab mich seit Jahren nicht so gegruselt. Yay! Vielen, vielen Dank. Mama, Sie haben mein Kostüm geklaut. Was? Wer? Das waren wir. Wir sind jetzt die Halloween-Kostümbanditen. Und das Kostüm von dem Kleinen ist bei weitem das Gruseligste. Wir wollen es. Stein, es geht nicht ab. Wir müssen weg, Jan! Morphle, verwandle dich in eine Spinne! Uns nicht weh. Kostüme von allen gerettet. Tut mir leid, dass ich dich vorhin Monster genannt habe. Willst du mein Gefährte sein?